jetzt wurde Gewand angenommen. Schreibe ich mir schon mal auf. Ne, weil wie gesagt, also wir sind auch unparteiisch, ESL-Caster. Ne, also uns ist es an sich egal, ob jetzt Atomic gewinnt, ob No Aim gewinnt. Ne, natürlich, ich sag mal, ich kenne die Jungs von No Aim gut, ne? Quatsch schon mal ein bisschen mit dem und so alles, ne? Aber trotz alledem, ne, bin ich als Caster halt immer unparteiisch. So, Ying. Zack. So. Chillen bei dir, iCrime, ja. Ha, Nigel, du bist auch da. Grüß dich. Dich sehe ich ja jetzt erst. Clash wurde raus, ja. Clash ist raus, meine Damen und Herren. So, ja, wie gesagt, also ich muss hier. Wie gesagt, Crime, da mussten wir noch mal, uns mal ransetzen, weil eigentlich müsste doch langsam aber sicher irgendwie mal eine Stundenzeit angezeigt werden. Oh, Echo is last. Echo is last. Echo. So, meine Damen und Herren, dann haben wir es doch. Blitz, Ying, Clash und Echo. Und wir sind auf der Map. Consulate. Also ich mag diese Map, ne? Man kann sie schnell spielen, man kann sie langsam spielen. Man kann ja auch übelst Spawn picken. Also wie gesagt, die Map, also ist wirklich, ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir sind hier auf jeden Fall Runde von 128. Ne? Also wir sind hier noch am Anfang. Und ich sag mal so, wer hier schon drin war, ne, hatte davor ein richtig geiles CW gesehen. Ne? Also die Jungs von No Name, sie haben zwar einen Namen, aber das ist irgendwie so eine Zusammenführung von Buchstaben und Zahlen. Ne? Also, So. Also von daher, wer den CW vorhin verpasst haben sollte, ne, ich werde mich morgen wieder mal ganz entspannt hinsetzen, werde mir meine Tasse Kaffee in die Hand nehmen, werde dann mal mein schönes Programm wieder rausholen und werde es dann schneiden und auf YouTube hochladen. Ne? Und ja, wer möchte, kann natürlich auch bei Bad Rookie TV mal ein Follow da lassen. Das wird auf jeden Fall interessant. So, wir schauen uns auf jeden Fall mal die Jungs an hier. Da haben wir zum Beispiel DTF Opium 90. Nee, Kupfer? Silber? Silber 1, 189, 1107. Dann haben wir Walli. Gold 4, 160, 1111. Paolo. Platin 3, 176, 1013. Dann haben wir, last but not least, Medi Killer 97. Gold 3, 188, 1111. So, oh, da, No Aim gucken wir uns nachher nochmal an, meine Damen und Herren. Die Jungs sind hier auf jeden Fall erstmal von Atomic Esports, sind hier erstmal in der Dev und sind unten im Archiv, meine Damen und Herren. Zwei Leute sind unten, drei Leute, oh, das sieht auf jeden Fall sehr geschmeidig aus, was sie hier machen. Sie versuchen hier auf jeden Fall erstmal gut zu halten. Paolo und Medi sind auf jeden Fall in der Visa-Büro. Und oben ist immer noch Opium. Also sie versuchen auf jeden Fall Archiv von oben zu halten. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ne, weil wie gesagt, man muss auch ein bisschen aufpassen. Oh, Blinds werden von Paolo schon gesetzt. Walli hat hier gleich Kontakt, oben im Verwaltungsbüro. Wurde auch ausgedroht. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil er von den Eastside auch ein paar Hits gefressen hat. Setzt auch Blinds erstmal, unterstützt auch den Gegner. Und da kam das C4. Und jetzt kommt jetzt erstmal, wer kommt denn da rein? Montaigne, meine Damen und Herren. Und da sehen wir doch einfach mal Alibi gegen Montaigne. Und wer gewinnt das Ding? Wer gewinnt das Ding? Doh, D-Force macht den Opening Frag. Setzt einfach mal eiskalt den Heady an und nimmt Walli raus. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. Und somit haben wir jetzt nur noch 4 Verteidiger gegen 5 Angreifer. Ah, Paolo ist immer noch im Visa-Büro, meine Damen und Herren. Opium muss hier ein bisschen aufpassen. Da hat er ein bisschen was gefressen. Nein, er hat auch nicht gefressen. Kann jetzt auch noch zurückziehen. Und Mello ist da und nimmt einfach Paolo raus. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. So, Sterminator? Okay, Sterminator auf dem Witchel. Läuft jetzt hier erstmal die Vandalstairs hoch. Könnte auch sehr interessant werden, wenn sie ihn nicht auf dem Schirm haben. Und Opium macht da und macht mal die Rolle. Aber Combat kann auf jeden Fall den Refake holen und setzt. Und Combat macht den Double Kill, nimmt Opium raus und Sterminator. Sehr stark. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing. Medikiller muss es jetzt richten. Er ist immer noch unten im Spendgang. Und da hat er Kontakt. Und sehr stark gemacht von Medikiller. Nimmt Mello raus. Aber D-Force ist da. D-Force ist mit dem Montaigne da. Und da ist der Zweikampf. Und D-Force macht es einfach. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. Sehr schöne Opening-Runde von den Jungs von No Aim. Mann. Und wie gesagt, also man darf auch die Jungs jetzt hier von Atomic jetzt nicht böse sein. Hier sagen hier No Spectre. Ne? Wie gesagt, wenn man halt neu bei der ESL ist, dann weiß man das halt noch nicht so halt, ne? Dass dann halt offizielle Caster halt, ne? Auch die Teams halt dazu zwingen können. Ne? Wie gesagt, die Admins schauen sich das hier auch immer so an, wie der CW läuft, ne? Wie dann halt so die Spiele sind. Ne? Ich habe auch, ich sag mal, heute leider Gottes nicht, ne? Grüße gehen natürlich auf jeden Fall raus. Ja, ein ESL hat man ja auch immer als Mod bei mir, der hat heute leider Gottes keine Zeit, der sich das auch hier mal ganz genau anguckt, hier was abgeht, ne? Und da kam es dann auch schon mal vor. Also ich weiß, Silex gegen Skills, nein,
Ah, Silex gegen, ich weiß es jetzt auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall wurde das Finale zugunsten für Silex entschieden, da halt ein Spieler aus dem gegnerischen Team mit einem gesperrten Account gespielt hat. Ne, und wenn natürlich ein ESL-Admin halt im Stream dabei ist und zuschaut, ne, dann ist es ganz klar, dass der dann halt gleich sagt, absolutes No-Go, rote Karte, Schluss, aus, Ende. So, wir gucken hier einfach mal, wie es hier aussieht. Sie sind jetzt auf jeden Fall oben und da bin ich mal gespannt. Also die Verteidigung unten ist halt nicht so gut gelaufen, aber ihr wollt auf jeden Fall hier nochmal sehen. Hier, da haben wir D-Force hier, der mit seinen zwei Kills gerade richtig gut für Furore gesorgt hat. Diamant 127, 1719. Dann haben wir hier Combat. Ah, Combat. Diamant 240, 1612. Classic Mellow. Platin 1, 316, 1213. Ach Mensch, Mellow, Alter, was ist los bei dir? Der Einzige hier in der Runde. Martin Ballock. Diamant 243, 1617. Dann haben wir last but not least Camillo, meine Damen und Herren. Diamant 113, 3615. Und die Jungs sind hier schon mal richtig gut dabei. 4, 5, alle 5 Leute sind oben. Also das ist halt immer so eine Sache, wo ich dann als Streamer mal sage, Menschenskinder, das muss nicht sein. Also man muss auf jeden Fall, und Mello ist hier eiskalt mal on the road, kommt die Wendelstairs hoch und holt sich mal Walli hier. Was geht denn hier mit Mello ab? Sehr stark gemacht. Und wir bleiben mal bei Mello gleich drauf, er ist immer noch auf der Wendeltreppe. Könnte gleich Kontakt haben, weil hinten steht einer. Oh, 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 da hat sich aber jemand gezeigt und die Hits werden. Und der Kessel hat übelst gefressen, ist jetzt nur noch Half-Life. Und D-Force ist auch schon on the road, meine Damen und Herren. Also das sieht hier richtig gut aus hier. No Aim will hier die Runde auf jeden Fall schnell zu Ende bringen. Ne, D-Force callt hier auf jeden Fall. Und da kommt das C4. Und da muss er aufpassen. Sehr stark gemacht von Paolo. Nice C4-Kill. Mello ist rausgenommen worden. Sehr wichtiger Frag auf jeden Fall. Und Marty Killer ist da und nimmt Camillo raus. Oh, was geht denn jetzt hier ab hier? Die Jungs von Atomic Esports. Oh, da hätte jetzt aber Paolo fast noch ein Handy ansetzen können. Da hat D-Force richtig Glück gehabt. Und somit haben wir jetzt nur noch 3 Verteidiger und 4 Angreifer. Oh, da haben Martin setzt erstmal Blinds. Hat auf jeden Fall erstmal die Castle Inshirt geschossen. Muss jetzt hier aber auch erstmal verschieben. Und D-Force weiß, dass er ist. D-Force holt ihn sich einfach um dem Opium raus. Oh, was sieht er? D-Force sieht D-Force, D-Force. Oh, da haben die Jungs aber richtig Glück gehabt. Castle ist absolut low HP. D-Force muss hier aufhören. Paolo kommt von hinten in den Buddy raus. Und D-Force muss sich jetzt zurückziehen erstmal auf die Wendelstairs. Und somit haben wir jetzt nur noch 2-2. Und D-Force ist auf jeden Fall Wendelstairs und Combat macht einfach den Double Kill, nimmt Muddy raus und Sterminator. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing. Paolo muss es richten für sein Team. Line ist absolut low HP. Oh, D-Force ist full. Nein, er hat ein bisschen. Und da kommt der Call. Jetzt kommt der Kampf, meine Damen und Herren. David gegen Goliath. Paolo gegen D-Force. Mountain gegen Blitz. Bandit. Wow. Und er muss auf jeden Fall, muss er doch mal die Unterstützung kriegen von Combat. Und lockt ihn einfach eiskalt hinter sich her. Und Combat bleibt liegen und wartet einfach. Und wartet und wartet und wartet. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Schönes Zusammenspiel hier von Combat und der D-Force. Ja, da hat wirklich D-Force gesagt, ey Mensch, warte mal. Der Bandit, der kommt mir hinterher. Mensch, warte. Komm schon, Bandit, komm mit. Und Combat steht einfach. Was sage ich da? Combat liegt einfach. Nice. Und somit sind die Jungs von NoAim mit 2-0 in Führung. Und aber wenn ich mir auch so die Stats angucke, also ich prophezei es einfach, Leute. Ich lehne mich jetzt mal einfach aus dem Fenster. Ich lehne mich jetzt wirklich eiskalt aus dem Fenster und sage einfach mal, das wird jetzt hier eine 6-0-Geschichte, meine Damen und Herren. Ne, da bin ich mal jetzt richtig, ja, frech, würde ich mal sagen, ne? So, ich bin auch mal gespannt hier. Oh, das nächste Team, so hier. Wir gucken einfach mal. Das ist ein türkisches Team. Killers gegen Italian Boys. Da bin ich mal gespannt. Die spielen noch gar nichts. Also da wurde noch nicht mal die Map herausgewählt, so wie es aussieht. Da scheint es wohl noch ein paar Schwierigkeiten zu geben, so wie es aussieht. Ne, also das könnte auf jeden Fall etwas länger sein. Dann schauen wir doch einfach mal hier. Wir schauen einfach mal, meine Damen und Herren. Wir haben ja so viele Teams hier noch. Das ist ja der absolute Wahnsinn hier, was heute wieder los ist. Ne, ich glaube, es sind 203 Teams heute, die spielen. Um 3600 R6 Credits. Oh, Rage ist schon im 64. Ah, okay. Wo ist denn hier das Team Auxilio? Keine Ahnung. Und meine Damen und Herren, Orbital Gaming. Orbital Gaming steht auch schon mal in den Startlöchern. Oh, da sehe ich doch schon mal mein nächstes Team, ey. Mensch, jetzt Kinder, Orbital Gaming, das könnte auf jeden Fall interessant werden. Halten wir auf jeden Fall mal ein bisschen fest. Weil, wie gesagt, ich glaube hier, die Jungs von NoAim werden hier gleich ein schnelles Spiel hier auf jeden Fall durchbringen. Und ich bin aus dem Match entfernt worden. Wechseln jetzt hier auch gleich wieder. Und wir haben hier Last Man Standing.
Opium muss es jetzt für sein Team richten, meine Damen und Herren. Und D-Force ist eiskalt und setzt den Heady an. Meine Fresse, was für eine Maschine. Holla die Waldfee. Also wirklich, man muss es wirklich so sagen, holla die Waldfee. Und so wie es aussieht, werden die Jungs hier ganz, ganz schnell durchziehen. Und ich bin hier auf jeden Fall, ne, also wie gesagt, ich bin hier immer noch zwischendurch am Gucken. Also nicht meckern, Leute, wenn jetzt irgendwie was hier mal so nebenbei weggeht. Ach, I love this game, I love this game. Aber seit dem Patch, ich weiß auch nicht, kommt meine Internetverbindung nicht mehr hinterher. Na, und ihr seht das ja selber unten links, wie das da immer so hin und her springt hier halt, ne, mit den Frames per Seconds oder die Millisekunden halt, ne. Das ist manchmal so wirklich jenseits von gut und böse, sag ich euch. So, guck mal, mal hier, der Manchester Classic Mellow ist am... Na, Tumon aus, stolzer Pinguin, was meinst du damit? Ach, der Turn-On! Alles klar. Also wie gesagt, Pinguin, also... Ja, Turn-On, alles klar. Sorry. Ich gucke hier gerade Pinguin, ne? Der Tunon au. Ich so, ja. Na du, also, wir sind hier auf jeden Fall live im Geschehen. 3-0 für No Aim, meine Damen und Herren. Wie gehen wir in die Overview? Wir schauen uns einfach mal die Angreifer an. Da haben wir Mellow auf dem Termite. Camillo auf dem Bug. Martin auf der Ash. D-Force wieder auf seinem Montane. Und last but not least, Lion wird von Combat gespielt. Auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir Terminator auf dem Vigil. Opium auf Legion, Wally auf dem Jäger, Medikiller auf der Alibi und last but not least Paolo auf dem Bandit, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns einfach mal die Strats hier so anschauen, ne? Also Medi mit 2 Kills hier, Opium mit 1 Kill, 2 Assists, Paolo mit 2 Kills, ne? Terminator und Wally sind die beiden Supporter hier im Team. Ne? Am Gegenseite haben wir D-Force mit 4 Kills, 1 Assist, Mellow mit 5 Kills, 3 Assists und Combat mit 5 Kills. Also das ist extremst, was hier abgeht. So, und wir gucken einfach mal, wo haben wir unseren... Ach, wo ist er denn jetzt? Mellow hier auf jeden Fall schon mal mit dem Termite, also on the road again. Macht ja auch richtig Stress erstmal im Visa. D-Force versucht erstmal oben wieder zu clearen. Und Mellow ist schon mal in Room, meine Damen und Herren. Macht hier auch erstmal die Standard-Cam im Archiv aus. Kann auch schon mal den Opening Frag setzen. Und was geht denn hier ab? Aber Martin holt sich den Opium. Schönes Zusammenspiel auf jeden Fall. Und somit hat Mellow auf jeden Fall hier seinen Assist. Sehr stark. D-Force ist hier schon mal unterwegs. Combat holt Terminator raus. Was geht denn hier ab, Menschheitskinder? So, hier erstmal kommt der Call. Mach mal bitte den Drop auf im Briefing. Ja, Camillo ist hier auf jeden Fall schon mal drin. Sehr stark im Konsolbüro. Setzt auch Blinds. Macht hier erstmal einen Optine Wittler. Macht hier erstmal alles auf. Wurde jetzt hier erstmal getrackt. Und Martin holt sich einfach Paolo raus. Und somit haben wir jetzt nur noch 2 Verteidiger, meine Damen und Herren. Wally ist auf Easters und Medikiller ist in Room. Hat jetzt hier aber das Problem, er muss jetzt hier mit Montane erstmal in den Zweikampf gehen. Und das ist natürlich hier auch so eine Sache. Anstatt, dass jetzt hier irgendwie Wally ihn mal unterstützen tut. Aber Wally kann, Wally hat die Hits. Nein, Wally nicht. Wally schafft es nicht. Martin holt Wally und Mello holt Medi. Und somit sind die Jungs von No Aim 4-0 in Führung, meine Damen und Herren. Alter Schwede, das geht hier ab, du, das ist der Wahnsinn. Das geht hier einfach mal eiskalt ab. Und wenn sie jetzt diese 5. Angreiferrunde für sich entscheiden sollten, sind sie im Matchball, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Sehr stark, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Und ich bin hier gerade nochmal so ein bisschen am Gucken und Tun und Machen. Ich finde einfach das Team Auxia, Auxli. Naja, ihr wisst, was ich meine. Finde ich jetzt hier einfach nicht. Weil sie haben wohl gerade irgendwie einen harten Gegner jetzt gezogen. Oh, Wanted spielt auch wieder. Wanted sind im Finale gewesen gestern. Ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen, ob Wanted jetzt gerade das Finale gestern gewonnen hat. Die Angreifer müssen Bomben. Und Wanted hat gestern das Finale gewonnen, meine Damen und Herren. Sehr schön, also wirklich sehr, sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, es sind hier auf jeden Fall 2-3 Teams hier unterwegs. Ne, wo man sagt, holla die Waldfee. Ne, wir konzentrieren uns jetzt aber hier erstmal gerade drauf, ne, weil wie gesagt, No Aim hat jetzt hier wirklich, also 4 Runden am Stück sehr stark den Angriff gezeigt, was Sache ist. Ja, und ich bin mal gespannt. Ah, gucken wir mal hier. Oh, guten Abend, Mello hier. Crime, du stinkst. Ach, das ist ja hier wieder, das ist ja hier wieder Liebe und Emotion pur bei mir im Chat hier, meine Damen und Herren. Und Paolo ist hier unterwegs, meine Damen und Herren. Er will auf jeden Fall...
Er bleibt jetzt hier auch erstmal unten im Vorzimmer das stehen. Bombenentschärfungsgerät wurde zurückgeholt. Matty Killer ist hier erstmal auch richtig unterwegs hier oben. Opium macht hier nochmal ganz entspannt zu. Bleibt aber auch oben. Und der Einzige, der hier unten noch ein bisschen steht im Vorzimmer bei Lobby, ist Paolo, meine Damen und Herren, auf der Carvera. Und da bin ich mal gespannt. Und ich glaube nicht, dass sie ihn... Aber Combat, Combat steht auf jeden Fall hier schon mal bereit. Drohnt hier erstmal aus. D-Force ist hier schon mal unterwegs und Mello macht den Opening Frag, meine Damen und Herren. Eieiei, was geht denn hier ab? Wo sind sie denn? Sie sind hier oben schon im Empfangsbereich. Und da kommt der Call, dass Toilette einer ist. Und da gewinnt er den Zweikampf. Nein, er gewinnt nicht den Zweikampf. Sehr stark gemacht auf jeden Fall von Wally. Konnte Mello rausnehmen. Wichtiger Frag. Sehr schön. Und das ist doch wohl Wahnsinn. Paolo nimmt Combat raus. Aber er hätte ihn auf jeden Fall noch. Und er läuft aber leider Gottes. Er läuft Martin in die Arme. Und somit haben wir die 3-3-Situation wiederhergestellt. Und wenn ich mir das anschaue, D-Force steht immer noch hier oben, wie das der ist. Hat hier auf jeden Fall nochmal zwei, drei Leute vor sich. Ist hier gerade nochmal... Was macht denn die Valkyrie? Wollte ja gerade die Valkyrie die Tür zumachen. Warum macht denn die Valkyrie... Achso, ah, die Valkyrie wollte jetzt... Und Sperminade konnte auf jeden Fall noch einen rausnehmen. Das ging mir jetzt gerade. Das hat man auch noch selten gesehen, ne? Valkyrie versucht hier auf jeden Fall den Montane zu locken, aber D-Force lässt sich nicht locken und haut hier den Heady raus vom Feinsten. Und somit haben wir die 2-2-Situation wiederhergestellt. Und Martin ist hier immer noch am Ausdrohen und D-Force ist hier einmal gut am Ball, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt Sterminator. Sterminator muss es richten. Sterminator läuft aber in die Arme von Martin. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing. Wally konnte aber Martin rausnehmen. Der Refrag ist da. Und jetzt haben wir wieder die Situation. Bandit gegen Montane. Full Life gegen Half-Life HP. D-Force gegen Wally. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Noch 1:13 zu spielen, meine Damen und Herren. Schaffen die Jungs es jetzt in den Matchball zu kommen? Oder schaffen die Jungs von Atomic Esports ihre erste Runde zu holen? Da kommt das C4. Oh, da hat jetzt aber der Montane Glück gehabt. Muss jetzt erstmal schauen. Wurde auch gecallt, aber ich glaube, da brauchen sie jetzt nicht mehr anpingen. Ne? Und Wally versucht jetzt erstmal zu hinterlaufen. Und jetzt versucht hier auf jeden Fall D-Force den Plan durchzubringen. Und Wally kriegt das nicht mit, Mensch. Er kriegt das nicht mit. Er kriegt das nicht mit, meine Damen und Herren. Jetzt muss Wally in den Angriff gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und D-Force will den Kill haben. Geht auch einfach raus. Aber er bleibt jetzt doch erstmal defensiv. Er bleibt jetzt defensiv. Er bleibt jetzt defensiv. Aber D-Force ist low HP. D-Force ist low HP. Er muss jetzt wirklich mit dem Bandit spielen. Er muss mit dem Bandit spielen. Wally muss ihn jetzt töten. Was macht Wally jetzt? Oh mein Gott. Das ist hier Spannung pur, meine Damen und Herren. Wer gewinnt hier? Wally oder D-Force? Montane oder Bandit? Wally hat die Schnauze voll. Er muss jetzt in den Schärfer. Und D-Force schaut sich das jetzt ganz genau an. Läuft natürlich jetzt auch in die Crew. Er läuft in die Crew. Er läuft in die Crew. Und Wally hat die Möglichkeit. Nein. Er hatte keine Zeit mehr gehabt. Was war das denn gerade? Also eine Sekunde länger und die Jungs von Atomic Esport hätten ihre erste Runde gehabt. Aber Rainbow hat seine eigenen Sätze. Alter Schwede, was war das denn gerade? Meine Fresse. Holla die Waldfee. Und somit ist No Aim, meine Damen und Herren. No Aim ist im Matchball. Sehr schönes Ding auf jeden Fall. Ne, aber ich hätte es jetzt auf jeden Fall Atomic gewünscht, dass sie jetzt eine Runde weiterkommen. Und jetzt geht das los. Der Lord ist am Schlüssel. Der Lord ist am Schlüssel, meine Damen und Herren. Und was bedeutet es, wenn der Lord am Schlüssel ist? Es gibt keinen Respekt mehr für den Gegner. Und so wie es aussieht, haben die Jungs jetzt bis zum letzten Schluss gewartet oder haben sich gedacht, ach scheiße, wir wissen nicht, was wir spielen wollen. Wir gucken einfach mal. Aber wenn man sich das hier mal so anschaut hier, ne? So, oh, Classic Mello weglassen nochmal von Bandit. Ah? Und D-Force will ich auf jeden Fall mit dem Lord, Alter, mal eine Runde holen. Also da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, D-Force hier mit seinen 5 Kills, ne? Mello mit 7 Kills, Muddy mit 6 Kills, hier Combat mit 6 Kills. Und Camillo, der Supporter von No Aim hier, ne? Mit 0 Kills. Aber das macht nichts, das macht absolut nichts. Wenn er die Gegner verrät, ist doch schon mal alles im Butter. Wir gucken uns mal die Angreifer an. Da haben wir Paolo auf dem Blackbeard, Mensch. Muddy Killer auf der Twitch, meine Damen und Herren. Wally auf der Ash. Opium auf dem Line und Sterminator ist auf dem Termit unterwegs. Und so wie es aussieht, versuchen die Jungs hier ihre Camps zu safen. Ah, Muddy Killer hat hier auf jeden Fall mit D-Force gerade Probleme. Ne? Aber D-Force hat auf jeden Fall erstmal ein bisschen was abgekriegt hier gerade von der Twitch-Drohne.
Und die Jungs jetzt von Atomic wollen auf jeden Fall diese Angreiferrunde für sich entscheiden. Sie versuchen auch ihre Drohnen erstmal zu safen. Und D-Force, na, also ich bleibe jetzt einfach mal bei D-Force drauf. Er setzt hier eiskalt hier erstmal dahin. Also wenn da jetzt noch einer, ich guck einfach mal, ich halte es nicht aus. Nein, da kommt keiner, Und Paolo holt Classic Mellow raus. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nicht, ob D-Force das mitbekommen hat. D-Force verschiebt jetzt auf einmal. Ah, sehr wahr, er hat es mitbekommen, hat auch Probleme jetzt gerade mit dem Blackbeard. Muss hier ein bisschen aufpassen, Blackbeard hat jetzt gerade sein Schild verloren. Und sehr stark gemacht von Paolo, somit hat er den 2K gesetzt und konnte D-Force rausnehmen. Ah, das ist natürlich das, wenn man halt den Gegner auf die leichte Schippe nimmt, ne? Dann kann man natürlich auch mal ganz schnell mal 3 zu 5 in Unterzahl liegen. Und das machen die Jungs von Atomic hier richtig gut, sie bringen 100%, auch wenn sie 0-5 zurückliegen. Aber Camillo ist da. Camillo steht auf den Visa Stairs. Kann Hit setzen. Muss aber verschieben. Ist jetzt nur noch Half-Life. Muss jetzt erstmal sich vom Doc wieder eine Spritze holen. Und Martin aimt auf jeden Fall Yellow Stairs ab, meine Damen und Herren. Und Paul macht den 3K. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Aber Comet konnte Sterminator rausnehmen. Und Martin nimmt Muddy Killer raus. Aber der 3K wird ihm nicht mehr genommen von Paolo. Und Blackbeard versucht jetzt erstmal zu verschieben. 3-2-Situation ist hergestellt. Und Wally ist in Shot geschossen worden von Martin. Und Martin hat ihn rausgenommen. Und somit haben wir die 2-2-Situation hergestellt. Martin braucht aber definitiv eine Spritze jetzt vom Doc. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und sie haben die Zeit. Sie haben die Zeit. Ganz entspannt. Sie haben die Zeit. Und jetzt steht es 2-2. 1:33 zu spielen. Opium. Und Opium macht es. Und nimmt Martin raus mit der Claymore, meine Damen und Herren. Noch 1:22 zu spielen. Und so wie es aussieht, wird das jetzt hier auf jeden Fall die Runde für Atomic. Und Opium macht es eiskalt und nimmt sich komplett raus. Und sehr stark gemacht von Atomic. Und das, meine Damen und Herren, passiert, wenn man den Gegner nicht ernst nimmt. Man verliert eine Runde. Und deswegen sage ich immer wieder, von der ersten bis zur letzten Runde muss man 110% geben. Weil dann ist nämlich sowas, dann passiert sowas hier, nämlich nicht. Ne, und ich sag mal ganz ehrlich jetzt, sehr starkes Spiel von Atomic. Ne, also diese Runde haben sie auf jeden Fall für sich verdient. Und ich mit meinen Vorhersagen habe natürlich wieder nicht recht. Ne, weil ich habe ein 6-0 prognostiziert, aber die Jungs von NoAim haben sich gedacht, Alter, wir spielen mal hier kurz Walla Walla, Haya Binna. Ne, und haben mal die Runde hier mal eiskalt verloren. Und so wie es aussieht, haben sie mal gesagt, oh scheiße, was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier verloren, das kann wohl nicht wahr sein. Dann werden wir doch mal jetzt mal eiskalt mal wieder die normalen Operator nehmen und dann mal ganz entspannt mal wieder die Runde runterspielen hier. Oh, bonjour, bonjour. Beats, TV, bonjour. Ne, wie gesagt, also, das darf man absolut nicht machen. Man darf nie einen Gegner unterschätzen. Und somit haben die Jungs von Atomic ihre Runde auf jeden Fall gegen NoAim gewonnen, ne? Und das hätte jetzt nicht sein müssen. Also das war jetzt wirklich gerade, es tut mir leid, wenn ich das sage, aber das waren jetzt wirklich, also dumme Aktionen jetzt von NoAim, die wirklich hätten nicht sein müssen. Aber mein Gott, ne? Die Jungs haben es versucht, haben mal ihren Spaß gehabt. Jetzt spielen sie, glaube ich, wieder richtig. Wir können uns mal angucken, einfach mal die Angreifer. Da haben wir wieder Paolo, der einen sehr, sehr schönen 3K gesetzt hat auf den Blackbeard wieder. Dann haben wir auf jeden Fall Opium mit dem Lion, Valley auf der Ash, Maddie auf dem, oh, auf dem Montane und Sterminator auf dem, auf dem Thermite. Auf Seiten der Verteidiger, da haben wir, da kommt schon, Combat auf dem Legion, D-Force auf dem Dog, Martin auf dem Jäger, Camillo auf der Valkyrie und Camello auf dem Vigil. Und Mello hat hier gleich die Möglichkeit. Aber er hat es nicht mitbekommen. Er muss es ja wieder verschieben. Und meine Damen und Herren, diese Position kennen wir ja noch zu Genüge von Mello. Und da kommt jetzt der Push. Nein, da kommt nicht der Push. Er macht erstmal auf jeden Fall die Visa auf. Muss jetzt hier erstmal verschieben. Ja. Hat sich jetzt mal gedacht, Alter, weißt du was, hier Line, komm, Alter. Hier bin ich. Hier, guck mich an. Ne? Also wie gesagt, sie nehmen auf jeden Fall die Jungs von Atomic noch nicht so ernst. Also sie sollten es auf jeden Fall. Und er ist wieder oben am Verwaltungsbüro am Drop. Und wenn ich mir jetzt an den letzten CW so überlege von den Jungs, also da war er 2,5 Minuten. Also den Outside-Jump würde er nicht überleben. D-Force hat auf jeden Fall den Opening-Frag inne und holt sich Opium. Sehr schön gemacht auf jeden Fall von D-Force. Und wenn man sich das mal überlegt, hier als Doc, ne, der In-Room steht. Und Muddy versucht jetzt erstmal auf Visa Stairs zu unterstützen. Und ich habe gerade was gesehen, meine Damen und Herren. Das könnte jetzt auf jeden Fall sehr interessant sein. Sterminator hat ihn ausgedroht.
Und sehr stark gemacht von Buddy, den holt Paolo raus. Und verschiebt jetzt aber erstmal. Oh, was geht denn hier ab? Combat ist auch im Kampf hier im Konsolbüro, meine Damen und Herren. Und Sterminator versucht jetzt erstmal wegzugehen, weil das wird hier noch zu heiß. Sie lassen auf jeden Fall Visa jetzt offen, weil das wird ihnen einfach zu viel da unten. Und Classic Mellow nimmt Medikiller raus und somit haben wir die 2-5-Situation hergestellt. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt müssen es auf jeden Fall Sterminator und Vali richten. Und Vali will auf jeden Fall so ein Hard Reach reinsetzen, so wie es aussieht. Und, ja. Das habe ich auch schon mal versucht. Das ging auch schon mal des Öfteren echt in die Box. Und er kriegt es nicht mit, dass Classic Mellow unten steht. Und er hätte doch einfach jetzt über den Drop abnehmen können. Was macht er denn da? Und kann er sich die Valkyrie holen? Nein, er kann sich nicht die Valkyrie holen. Jetzt muss er erstmal verschieben. Er ist Last Man Standing, meine Damen und Herren. Er droppt. Er ist jetzt auf jeden Fall. Und er könnte auf jeden Fall. Nein, er kann nicht. Und er muss aufpassen. Da kann er Hits ansetzen an Doc. Ist jetzt aber in die Crew gelaufen. Doc versucht sich erstmal wieder zu pushen. Und Doc bleibt jetzt erstmal eiskalt und kommt jetzt einfach runter. Aber Martin ist da und holt Vali. Und somit, meine Damen und Herren, haben die Jungs von No Aim ihre zweite Runde im Go 4 86 6 zu 1 für sich entschieden. Sehr stark gemacht.